Ich lese das Buch der Verbraucherzentrale NRW und von ZDF, wieso nebenberuflich selbstständig Steuern, Recht, Finanzierung, Marketing von Thomas Hammer. Und ich bin angekommen im Kapitel Richtig kalkulieren und finanzieren, die Basis des Erfolgs. Ich stelle meine Eieruhr auf 30 Minuten, damit die Folge nicht zu lang wird. Gucke ich mal, wie weit ich in dem Kapitel komme. Richtig kalkulieren und finanzieren, die Basis des Erfolgs, hat folgende Unterkapitel: Honorare und Stundensätze kalkulieren, Produktpreise professionell ermitteln, Praxisbeispiele für die Produktkalkulation, Kontoführung und Liquidität, wie Sie an Bankkredite kommen, die optimale Tilgungsdauer bei Krediten, was Sie über Bürgschaften wissen sollten. Und dann ist das Kapitel zu Ende. Es sind Beispielrechnungen drin, Tipps und gesetzliche Grundlagen. Und das Kapitel ist ein bisschen länger. Das geht von Seite 39 bis Seite 57, dann kommt ein Foto und auf Seite 59 geht ein neues Kapitel los. Das heißt, es sind 19 Seiten. Richtig kalkulieren und finanzieren, die Basis des Erfolgs. Marktfähige Ideen zu haben und Kunden zu finden, ist längst nicht alles. Nur wenn Sie Ihre Preise so kalkulieren, dass einerseits Ihre Produkte und Leistungen gekauft werden und Sie andererseits noch genügend dabei verdienen, haben Sie langfristig Erfolg. Mit dem Ertrag müssen Sie nicht nur die laufenden Kosten decken und den Lebensunterhalt bestreiten, sondern auch das Geld wieder hereinholen, das Sie für Ihre Investitionen ausgegeben haben. Auch wenn Ihr Kostenblock weniger umfangreich und Ihr Gewinnanspruch bescheidener ist, stehen Sie als nebenberuflicher Unternehmer genauso in der Pflicht wie ein hauptberuflich Selbstständiger. Eine sorgfältige Preiskalkulation und eine solide Finanzierung sind nicht nur wesentliche Säulen des Erfolgs, sondern senken das Risiko der Überschuldung und des geschäftlichen Misserfolgs ganz gewaltig. Honorare und Stundensätze kalkulieren. Auch bei der nebenberuflichen Selbstständigkeit gilt: Als Unternehmer haben Sie zwar bessere Verdienstchancen, Sie müssen als Preis dafür aber auch höhere Risiken in Kauf nehmen. Am Kapitalmarkt gibt es ein einfaches Grundgesetz. Je größer das Risiko ist, desto höher muss die Rendite sein. Das gilt auch beim Lohn für Ihre Arbeit. Deshalb sollten Sie bei der Kalkulation Ihrer Honorare und Preise nicht nur den eigentlichen Wert Ihrer Arbeit, sondern auch einen fairen finanziellen Ausgleich für die zusätzlichen Risiken veranschlagen. Berücksichtigen sollten Sie in erster Linie die folgenden Fakten: Auftragsrisiko, Kunden können Ihnen von heute auf morgen Aufträge entziehen. Wer als Angestellter eine feste Arbeitsstelle hat, ist zumindest vor dem kurzfristigen Rauswurf einigermaßen geschützt. Er hat nicht nur die Kündigungsfrist, die sein Arbeitgeber einhalten muss, sondern genießt je nach Betriebszugehörigkeit
Alter und Familienstand einen besonderen Kündigungsschutz. Will sein Arbeitgeber ihn entlassen, muss er die soziale Situation vorher berücksichtigen und auch der Betriebsrat muss zustimmen. Außerdem gibt es je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit ein Recht auf eine angemessene Abfindung. Diese Sicherheiten geben Sie beim Schritt in die berufliche Selbstständigkeit auf. Wenn Sie nicht mehr gebraucht werden, haben Sie unter Umständen innerhalb weniger Tage auch mal happige Umsatzeinbußen zu verbuchen. Kein Arbeitslosengeld. Als Selbstständiger zahlen Sie keine Beiträge mehr zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung, da Sie auf eigene Rechnung arbeiten. Wenn alle Stricke reißen und Ihnen sämtliche Kunden den Rücken kehren würden, können Sie sich nicht einfach arbeitslos melden. Sozialversicherung. Arbeitnehmer profitieren bei der sozialen Absicherung von ihrem Arbeitgeber. Die Prämien für Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherungen sind festgelegt und werden ungefähr zur Hälfte vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber bezahlt. Als Selbstständiger müssen Sie das komplett aus eigener Tasche bezahlen. Zwar sind Sie nicht verpflichtet, für Ihre Erträge aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit Rentenversicherungsbeiträge zu zahlen, doch das Geld fehlt Ihnen später, wenn Sie nicht anderweitig vorsorgen. Vergünstigungen und Sonderzahlungen. Bei Angestellten besteht das Jahresgehalt nicht nur aus 12 Monatsgehältern. Die zusätzlichen Leistungen des Arbeitgebers summieren sich meist zu einem erkläglichen Betrag. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Fahrkostenerstattung, vermögenswirksame Leistungen, Zuwendungen bei Heirat oder Geburt sind nur einige Beispiele. Vor allem in Großunternehmen kommen weitere Vergünstigungen wie Kantinenzuschüsse, Betriebskindergarten, betriebliche Altersvorsorge, Belegschaftsaktien oder Gewinnbeteiligung hinzu. Auf alle diese zusätzlichen Einnahmequellen müssen Sie als Freiberuflicher oder Selbstständiger verzichten. Unbezahlte Krankheits- und Urlaubstage. Wer als Angestellter das Bett hüten oder ins Krankenhaus muss, braucht sich um sein Gehalt keine Sorgen zu machen, weil er 6 Wochen lang vom Arbeitgeber Lohnfortzahlung und danach von der Krankenkasse Krankengeld bekommt. Als Selbstständiger können Sie solche Leistungen nicht beanspruchen. Auch beim Urlaub gilt, jeder freie Tag ist unbezahlter Urlaub. Was das konkret für Sie bedeutet, soll Ihnen eine einfache Vergleichsrechnung zeigen, die die Unterschiede zwischen dem Lohn eines Angestellten und dem Honorar eines Selbstständigen verdeutlicht. Nehmen Sie als Basis für die Kalkulation einen Vollzeitangestellten mit folgenden Lohndaten. Und jetzt kommt das Beispiel. Das sind jetzt die Lohndaten und die jährlich geleistete Arbeit. Leistungen des Arbeitgebers, 12 Monatsgehälter, 3.500 Euro sind 42.000 Euro, 13. Monatsgehalt als Urlaubs- und Jahresweihnachtsgeld sind 3.500 Euro, Jahresbruttogehalt sind
45.500 Euro Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, da kommen nochmal 5.600 Euro hinzu. Das vergleichbare Jahreseinkommen sind dann 51.100 Euro. Bei folgender Arbeitsleistung, jährlich geleistete Arbeitsstunden, 12 Monate à 160 Stunden sind 1920 Stunden, dann 6 Wochen Urlaub, minus 228 Stunden, eine Woche krank, minus 38 Stunden. Landet man bei 1654 Stunden bei einem Jahreseinkommen von 51.100 Euro. Sind dann knapp 31 Euro pro Stunde. Wenn Sie im Schnitt 4 Arbeitstage pro Monat in Ihre nebenberufliche Selbstständigkeit investieren, würde dies einem monatlichen Ertrag von etwas weniger als 1.000 Euro entsprechen. Okay, gut. So. Nun sollten Sie berücksichtigen, dass in diesem Einkommen üblicherweise 6 Wochen Jahresurlaub sowie die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall eingerechnet sind. Unbezogen auf die selbstständige Tätigkeit in Vollzeit eine realistische Stundenhonorar zu ermitteln, müssen Sie wissen, durch wie viele jährliche geleistete Stunden Sie das Jahreseinkommen teilen müssen. Dabei hilft Ihnen die näherungsweise folgende Rechnung. So, die habe ich schon vorgestellt. Und dann landet man bei 31 Euro pro Stunde. Jetzt kommen Sachen, die dabei noch nicht berücksichtigt wurden. Noch nicht berücksichtigt sind hierbei das unternehmerische Risiko, die Kosten für Arbeitsmaterial und Fremdleistungen, zum Beispiel Steuerberater, die Sie selbst tragen müssten, die Raumkosten für Ihren Arbeitsraum zu Hause sowie die Tatsache, dass Sie nicht jede geleistete Arbeitsstunde einem Kunden in Rechnung stellen, sondern auch einen gewissen Zeitanteil für Ihren Papierkram, die Buchhaltung und die Akquisition neuer Kunden benötigen. Tipp. Pauschalen Zuschlag berechnen. Für die oben genannten Aufwendungen sollten Sie bei Bedarf einen pauschalen Zuschlag auf Ihren Stundensatz berechnen. Die einfachste Möglichkeit, Sie schätzen ab, wie hoch die jährlichen Betriebsausgaben sind und teilen Sie diese durch die Anzahl der Stunden, die Sie Ihren Kunden voraussichtlich in Rechnung stellen werden. Ein Jahresaufwand von 2.000 Euro würde dann bei einem geplanten Arbeitsaufkommen von 250 Stunden pro Jahr zu einem Zuschlag von 8 Euro führen. Ob Sie Stundensätze in dieser Größenordnung auch im wirklichen Leben erzielen, ob sich Stundensätze in dieser Größenordnung auch im wirklichen Leben erzielen lassen, hängt sehr stark von unterschiedlichen Faktoren ab. Zunächst einmal kommt es darauf an, in welcher Branche Sie tätig sind. So lässt sich mit spezialisierten Beratungsleistungen für Unternehmen sicherlich ein höheres Honorar erzielen als mit einer einfachen Dienstleistung für private Kunden. Auch die regionalen Unterschiede spiegeln sich im Honorar wider. So sehen die Preise im Münchner Ballungsraum sicherlich ganz anders aus als in den ländlichen Gebieten Brandenburgs. Dazu kommt noch die Frage nach Ihrer Qualifikation.
Je besser Sie Ihr Metier beherrschen, umso höher ist Ihr Marktwert. Produktpreise professionell ermitteln. Ich habe noch eine Viertelstunde. Kommt relativ weit, wenn man zügig liest. Produktpreise professionell ermitteln. Die Stundensatzkalkulation genügt Ihnen, wenn Sie in erster Linie persönliche Dienstleistungen anbieten, was beispielsweise bei Hochzeitsfotografen, Webdesignern oder beratenden Tätigkeiten der Fall ist. Etwas umfangreicher wird die Preiskalkulation, wenn Sie Produkte herstellen oder einen Handel eröffnen wollen. Hier gibt es weitere Kostenfaktoren einzubeziehen, die sich letztlich auf den Preis des Endprodukts auswirken. Rohstoffe. Im produzierenden Gewerbe sind die Rohstoffe einer der ersten Posten in der Kalkulation. Für Sie wird dies in der nebenberuflichen Selbstständigkeit relevant, wenn Sie zum Beispiel im kunsthandwerklichen Bereich oder mit Lebensmittelspezialitäten ein kleines Unternehmen gestartet haben. Weitere Materialien. Während Rohstoffe direkt in das Produkt einfließen, können zusätzliche Aufwendungen für weitere Materialien anfallen. Diese werden in der kaufmännischen Fachsprache auch als Hilfs- und Betriebsstoffe bezeichnet. Das können etwa Sägeblätter und Schleifpapier für den Holzkünstler oder Verpackungsmaterial für den Onlineshop-Betreiber sein. Fremdleistungen. Gegebenenfalls müssen Sie die Kosten für externe Dienstleistungen einkalkulieren, wenn Ihre Waren außer Haus bearbeitet werden. Raum- und Betriebskosten. Raum- und Betriebskosten. Dazu zählen unter anderem die Miete, wenn Sie eine Werkstatt oder andere Arbeitsräume angemietet haben. Auch wenn sich die Räumlichkeiten mietfrei im eigenen Haus befinden, sollte dennoch wenigstens eine gewisse kalkulatorische Miete eingerechnet werden. Auch der Energieverbrauch in Form von Heizung und Strom sollte zumindest dann, wenn er ein nennenswertes Volumen erreicht, nicht vernachlässigt werden. Lagerkosten. Lagerkosten. Wenn Sie auf Vorrat produzieren oder im Handel tätig sind, benötigen Sie genügend Raum für die Lagerhaltung Ihrer Produkte. Das verursacht natürlich zunächst einmal Kosten in Form von Lagermiete. Aber das ist noch nicht alles. Wenn Waren länger lagern, dann liegt auch das Geld, das Sie bis dahin hineingesteckt haben, praktisch als totes Kapital bis zum Verkauf im Lager. Wenn Sie dafür, was in der Praxis hoffentlich nicht der Fall ist, einen Dispo-Kredit in Anspruch nehmen müssten, dann müssten Sie von der Fertigstellung oder dem Einkauf Ihres Produkts
ihrer Produkte bis zum Verkauf ihre Kosten und Aufwendungen, Zinsen an die Bank zahlen. So. Wenn Waren länger lagern, dann liegt auch das Geld, das sie bis dahin hineingesteckt haben, praktisch als totes Kapital bis zum Verkauf im Lager. Wenn Sie dafür, was in der Praxis hoffentlich nicht der Fall ist, einen Dispo-Kredit in Anspruch nehmen müssten, dann müssten Sie von der Fertigstellung oder dem Einkauf Ihrer Produkte bis zum Verkauf für Ihre Kosten und Aufwendungen Zinsen an die Bank zahlen. Dieser Fakt wird bei der Kalkulation als Lagerzins berücksichtigt. Er errechnet sich aus dem Zinssatz beispielsweise 6% sowie dem Selbstkostenpreis der Produkte und der Dauer, die im Schnitt bis zum Verkauf anfällt. Beispiel: Lagerzins berechnen. Wenn die Ware im Einkauf 1.000 Euro wert ist und im Schnitt 3 Monate bis zum Verkauf auf Lager liegt, würde bei einem fiktiven Zinssatz von 6%, der in den Verkaufspreis einzurechnen sind, der Lagerzins bei 1,50 Euro liegen. Der in den Verkaufspreis einzurechnende Lagerzins, naja, steht ein bisschen anders da, als ich es vorgelesen habe. Es geht weiter mit Arbeitslohn. Während der Unternehmer den Lohn seiner Angestellten in den Produktpreis einkalkuliert, sollten Sie bei selbstständiger Tätigkeit Ihre eigene Arbeitsleistung nicht vernachlässigen. Darunter fällt zunächst einmal die Zeit, die Sie mit der Herstellung Ihrer Produkte verbringen. Aber auch die scheinbar nebensächlichen Arbeitsleistungen, wie die Zeit für das Verpacken und Sortieren oder ähnliche Tätigkeiten, sollten berücksichtigt werden. Kalkulatorische Abschreibung. Da gibt es auch ein Beispiel. Abschreibung auf einen mobilen Marktstand. So wie Sie gegenüber dem Finanzamt für die Abnutzung Ihrer Produktions- und Geschäftsausstattung als Abschreibung So wie Sie gegenüber dem Finanzamt die Abschreibung die, ach du Scheiße. So wie Sie gegen, ich glaube, ich höre jetzt auf und mache nach einer Pause weiter. Ich konzentriere mich gerade schlecht. Tschüss.